Das Schönste ist für mich die Gemeinschaft mit der Mannschaft. Das finde ich viel schöner, als alleine Sport zu machen und sich alleine zu freuen und alleine zu verlieren. Man sollte die beste Version seiner selbst sein und probieren, die beste Leistung auf den Platz zu bringen, um das Team dann eben auch vorwärts zu bringen. Ich liebe es vor allem, dass es so ein interdisziplinärer Sport ist. Also man muss in vielen Bereichen gut sein. Man braucht eine gute Technik, man braucht eine gute Spielintelligenz und man braucht eine gute Athletik. Wer das beste Gesamtpaket mitbringt, der dominiert dann. Wir sagen immer, ich habe quasi so ein bisschen das Balltalent von meiner Mutter und den Ehrgeiz von meinem Vater. Und dann natürlich von meinem Opa, der auch ein sehr guter Ruderer war und der war tatsächlich 1964 in Tokio bei den Olympischen Spielen. Sein größter Traum war, mit mir nochmal 2020 zu Tokio zu fahren. Und jetzt ist er aber leider vor 3 Jahren verstorben. Ich hoffe, dass ich ihn trotzdem nochmal stolz machen konnte. Vorbilder sind für mich mega wichtig, weil ich glaube, dass man sich super viel abschauen kann und dass man so auch am besten lernt. "2004 haben die Damen in Athen Gold gewonnen und mein Papa hat da zufällig gerade den Fernseher angemacht und hat gesagt, so, und damit fängst du jetzt an. Dann habe ich das erste Training mitgemacht und war schockverliebt. Ich war tatsächlich im Kontakt mit einer der Goldmedaillengewinnerinnen 2004, und zwar Fanny Rinne. Lustigerweise hat sie die Nummer 16 getragen, die ich jetzt auch tragen darf bei der Nationalmannschaft. Bei der U16 war sie meine Co-Trainerin. Es war eine ganz besondere Erfahrung. Man hat einfach mal eine andere Perspektive beim Trainer, weil sie selbst alles schon mitgemacht hat. Sie weiß auch ganz genau, dass beim Hockey auch noch um so viel mehr geht als nur eine perfekte Technik, sondern auch mental oder der Druck in dem Moment, wenn man zum Beispiel ein Penalty zu schießen hat. Beim Hockey, aber auch beim Laufen oder beim Krafttraining, dann will man irgendwie einfach höher, weiter, besser. Ich sag mir auch wirklich sehr häufig, es ist nur ein Sport. Das ist natürlich nicht so leicht, auch wenn man Leistungssportlerin ist, weil man möchte immer die Beste sein und man ist oft mal unzufrieden mit sich. Um sich für Olympische Spiele fit zu machen, braucht man schon wirklich extrem viel Zeit und Disziplin, gerade wenn nebenbei noch ein Studium läuft. Ansonsten muss man schon wirklich ein Jahr planen, in dem man wirklich den vollen Fokus nur auf den Sport legt und eigentlich 2-mal am Tag trainiert. Das ist natürlich auch ab und zu eine regenerative Einheit, aber es ist wirklich sehr viel. Und das ist dann auch wirklich sehr viel einfach alleine trainieren. Also Laufschuhe an, am Neckar entlanglaufen, in den Kraftraum gehen, viele Technikeinheiten. Man hat einfach so eine intrinsische Motivation, die einen da packt, und dann macht man das auch alles mit Herzblut und mit Spaß. Am allermeisten freut man sich bei den Olympischen Spielen so einfach auf dieses Erlebnis Olympia. Das ist ja das, was man als Amateursportler nicht so oft hat, dass man tatsächlich mal so im Mittelpunkt steht, in der Wahrnehmung ist und sich auch vielleicht einfach mal fühlen kann wie ein richtiger Profisportler, weil sonst kriegt man das ja doch schon noch immer klar aufgezeigt, dass man halt ein Amateursportler ist. Bei den Olympischen Spielen freue ich mich am meisten darauf, mich einfach mit den Besten der Welt zu messen, wenn sie auch wirklich gerade am Höhepunkt ihrer Leistung angekommen sind. Es gibt nie ein größeres Ziel für einen Amateursportler als Olympia.